Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, endlich gibt es eine Roomtour. Das haben sich so viele gewünscht. Das ist echt krass. Ich wollte eigentlich jetzt noch keine Roomtour drehen, sondern wirklich dann, wenn ich ja alles hier drin habe und ich komplett sagen kann, so kann das jetzt bleiben. Natürlich fehlen halt echt noch ein paar Sachen und dann habe ich mich jetzt dazu beschlossen, okay, ich zeige euch jetzt einfach schon mal, wie es jetzt aussieht, weil sehr, sehr viele neugierig sind und mich gefragt haben, kannst du nicht endlich eine Roomtour drehen und bitte zeig uns das, und deswegen dachte ich, okay, dann mache ich das mal. Also nicht wundern, es ist noch keine fertige Roomtour, keine fertige Wohnung. Hier werden noch auf jeden Fall ein paar Sachen geändert, eher gesagt, ein paar Sachen kommen noch hier rein. Deshalb, ja, wünsche ich euch trotzdem viel Spaß bei dem Video. Also legen wir los! So, fangen wir mit dem Flur an. Ja, ist noch ein bisschen leer. Ich hätte auch gerne noch ein Regal hier im Flur. Am besten da. So ein Kallax-Regal, wo ich dann meine Schals reinlegen kann. Irgendwie noch Kerzen drauf. Ich bin nämlich kerzenverrückt. Ihr werdet auch gleich sehen, überall sind Kerzen. Und die sind auch an. Ich liebe Kerzen. Duftkerzen auch. Ja, habe ich erstmal jetzt einen Teppich, da ein Bild, da meine Jacken. Wirkt schon mal ein bisschen wohnlicher, weil, ja, sonst wäre mir das echt zu leer. Dann direkt seht ihr meine Kerzen. Ja, mein Badezimmer. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Badezimmer. Es ist nicht zu klein, es ist nicht zu groß. Es ist eigentlich genau richtig. Hier passt alles rein und eine Waschmaschine passt rein. Das ist auch echt gut. Ich bin sehr froh, dass hier die Waschmaschine reingepasst hat. Ja, so Dekosachen habe ich auch. Eigentlich alles von Ikea. Da auch Kerzen. Ja, eigentlich habe ich alles von Ikea, außer diesen Wäschesack hier. Das ist vom Baumarkt. Ja. Zum Badezimmer kann man halt nicht viel sagen. Ist halt ein Badezimmer mit Badewanne und ja, Toilette und Waschbecken. Erstmal provisorisch so ein Spiegel jetzt hingestellt. Der war aber schon hier drin. Und jetzt kommen wir zum Schlafzimmer. Ja. Wundert euch nicht, ich wollte das Bett erst tatsächlich mittig stellen, hatte ich auch, aber ich finde, es sieht mir noch ein bisschen zu leer aus und ich fühle mich dann so irgendwie, ich weiß nicht, ganz komisch. Ja, deswegen wollte ich das jetzt erstmal schön in die Ecke haben, sonst fühle ich mich so offen, zu offen irgendwie, das ist ganz komisch. Ich kann es nicht beschreiben, ja, ich habe eh nur einen Nachttisch. Ja, ist eigentlich alles aus meinem alten Kinderzimmer, hatte ich ja auch von Ostermann, das Bett auch und Schminktisch auch von Ostermann. Lampe und Uhr sind von Ikea. Hier habe ich einen Himmel. Ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir gar nicht. Ne? Ich habe es jetzt halt nur erstmal aufgehangen, weil es sonst hier rumstehen würde. Und das stört mich gerade total. Ich will alles hier ordentlich haben. Und hier stehen schon so ein paar Kisten noch rum. Und das, ja, das allein nervt mich schon. Deswegen wollte ich jetzt nicht das große Ding hier auch noch irgendwo an der Wand stellen. Ja. Mein Schminktisch. Hallo, da seht ihr mich. Den kennt ihr ja auch schon. Und was auch nicht fehlen durfte und was mit musste, mein geliebter riesengroßer Spiegel. Ja, ohne den kann ich nicht. Hallo. Hier mein Fernseher. Ja. Die Kisten, also ich habe daraus so einen Fernsehschrank gebastelt. Die hatte ich aber erst in der Küche als Sitzecke. Das sah auch echt gut aus. Nur, ja, sonst müsste der Fernseher jetzt auf dem Boden stehen und deswegen wäre das doof. Habe ich daraus jetzt einfach so einen Fernsehschrank gemacht. Ne? Ich finde, das sieht sogar echt gut aus. Mir gefällt das. Ich lasse es auch so schön Kerzen drauf. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann Teppich. Ein grauer Teppich. Und ja, das war's. Und jetzt kommen wir zu meiner Küche. Hier steht noch nicht so viel drin, ist auch noch ziemlich leer. Also kein Esstisch, gar nichts. Aber ich finde, das sieht trotzdem schön aus, weil die Küche auch
meiner Meinung nach sehr, sehr hübsch ist. Irgendwie süß. Die ist auch von Ikea. Ja, ein kleiner Kühlschrank reicht vollkommen für mich. Also ja, ich bin sehr froh, dass ich nichts Großes genommen habe, weil ich finde, dieser kleine Kühlschrank ist echt ausreichend. Zwei Kochfelder reicht auch voll und ganz für mich. Also ich bin sehr froh, dass ich zwei genommen habe und nicht drei oder vier. So habe ich auch mehr Arbeitsfläche, das ist auch gut. Ja. So sieht das dann aus. Und da hinten, oh ja, das Set ist mir kaputt gegangen, ich bin so traurig. Und hier haben wir mein Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer liebe ich wirklich so sehr. Ich fühle mich so wohl. Also echt, ich verbringe ja auch sehr, sehr viel Zeit mit Freunden, mit Familie oder ich auch alleine abends zum Fernseher gucken. Also hier kann man sich definitiv wohlfühlen und ja, wie gesagt, wieder Kerzen. Darf ja nicht fehlen. Die Couch war auch nicht teuer, die hat 449 Euro gekostet. Ich finde, das ist voll in Ordnung, also überhaupt nicht teuer. Ja, die habe ich von Trends. Die kann man auch ausziehen, wenn ich Besuch habe. Besuch kann auch ruhig hier schlafen. Tische habe ich von Ikea. Der kleine hat 29,99 Euro gekostet und der große 39,99 Euro. Also auch finde ich voll in Ordnung. Sieht auch echt cool aus. Ist mal was anderes. Ich finde, das ist so ein kleiner Eyecatcher. Ja, Teppich ist auch von Ikea. Da war, glaube ich, 60 Euro. Also auch in Ordnung, meiner Meinung nach. Also ich habe Teppiche gesehen, die kosten 200 Euro. Da dachte ich mir so, oh Mann, ey, nehme ich lieber gar keinen Teppich erstmal. Aber ja, dann habe ich den gesehen bei Ikea und ich fand den so gut. Der ist auch echt kuschelig und gemütlich und der sieht auch noch echt gut aus. Ja, da habe ich so einen kleinen Tisch, den hatte ich auch erst in der Küche mit der Sitzecke. Habe ich jetzt so lange hier hingetan mit einer Kerze drauf. Das Bild, ja, das ist sehr spektakulär. Also wirklich jetzt, weil das wird extra für mich gemalt, da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich finde dieses Bild einfach unfassbar schön, also wirklich jetzt. Und ja, ist halt ein sehr, sehr schickes Einzelstück. Also ich kann euch nicht sagen, woher ich das gekauft habe, weil wie gesagt, das ist halt was ganz Besonderes. ja, da habe ich jetzt erstmal einen Wäscheständer, weil in der Ecke wäre es sonst ein bisschen zu leer. Aber da werde ich wahrscheinlich eine Sportecke hinmachen. Da kommt auch noch eine Lampe hin. Die geht dann über die Couch, so eine Bogenlampe. Und ja, dann sieht es auch noch mal ein bisschen besser aus. Ich muss mal ein bisschen weiter weg hier. Ja, dann hier. Das ist eigentlich eine Lampe. Aber ich finde den Stecker dazu nicht. Habe ich jetzt auch erstmal provisorisch dahingestellt, weil ich die aus dem Kinderzimmer noch mit hatte. Dann ein Fernsehschrank. Fernseher, ja, kennt ihr alle schon. Zum Glück kann ich jetzt auch erstmal Fernseher gucken wenigstens. Ja, meine PlayStation durfte natürlich nicht fehlen. Also die musste mit. War Pflicht, ja. Ja, das ist so eine Heizung, damit hier ein bisschen wärmer wird, da ich nicht normal heizen kann. Also ich habe ja Nachtspeicher und hier mein Ankleidezimmer und mein ja, Büro, kann man sagen. Da hinten ist mein Schreibtisch, sind auch Kerzen an. Da stehen meine High Heels, Taschen und meine ganzen Schuhe. Hier dann leichte Klamotten, habe ich auch so gemacht, dass es zum Zimmer passt. Jetzt keine roten Sachen oder so, mich stören schon diese roten Schuhe da hinten. Ja, ich finde, das sieht schon irgendwie doof aus, aber naja, ich lasse das jetzt erstmal so. Und hier ist meine Kommode, da sind auch noch Hosen, ach, Pullis, alles ist da drin, ne? Ja, das kommt auch alles in der Ecke weg, da, das muss noch eingeräumt werden, aber ich brauche noch ein paar andere Stangen. Was heißt andere Stangen? Ich brauche eigentlich die gleichen Stangen, nur nochmal irgendwie zwei, drei Stück, weil dann werde ich die an dieser Seite hier dran machen. Dann kommt hier noch ein Spiegel rein, deswegen, also es ist noch nicht vollständig. Ja, und hier ist ein bisschen Chaos, weil ich gerade ein paar Papierkram erledigen muss. Es ist so viel, wirklich so viel. Es ist echt gerade stressig bei mir. Da mein Play-Button. Ja, das war's eigentlich. Ich glaube, noch ein Zimmer habe ich dann auch nicht mehr. Ja, die Wohnung ist halt echt groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch ein bisschen Schiss gehabt am Anfang, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist genau richtig. Es ist so perfekt einfach und
Ich liebe es einfach hier und ja, ich bin einfach so glücklich. So, meine Lieben, das war meine Roomtour. Oh Gott, was ist mit meinen Haaren los, ey? Nicht wohl, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich die jetzt auch noch nicht so gemacht habe. Bei dem Wetter habe ich auch gar keinen Bock, ehrlich gesagt, weil sobald ich rausgehe, sehen die wieder aus wie Scheiße. Naja, ja, wie gesagt, ich fühle mich super wohl hier. Es ist noch nicht ganz fertig, ein paar Sachen fehlen noch, aber immer alles nach und nach. Ja, ich fühle mich, wie gesagt, sehr wohl. Ich fühle mich wohl, ich muss mich ja auch nur wohlfühlen und sonst kein anderer. Aber ich finde, andere Leute, wenn ich jetzt Besuch kriege, die können sich natürlich auch hier wohlfühlen, meiner Meinung nach. Und bis jetzt hat auch jeder gesagt, oh mein Gott, Enya, schöne Wohnung. Ja, also, ich bin auch sehr stolz drauf, weil ich auch tapeziert habe. Und ja, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass ich mich halt wirklich, ja, wohlfühlen kann. Und ich liebe es einfach hier. Ich fühle mich so wohl. Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme. Und deswegen, jetzt fehlt nur noch WLAN. Oh mein Gott, ich will endlich WLAN haben. Und dann kann ich endlich richtig losstarten, weil, ja, ich habe schon richtig Bock hier, tausende von Videos zu drehen, meine Videos genau hier zu schneiden an meinem Schreibtisch, meine Sachen zu erledigen an meinem Schreibtisch, damit ich auch meinen Schreibtisch nutzen kann. Und, ja, zwischendurch immer wieder Stories machen und zeigen, was ich hier treibe, mal live gehen deswegen. Also WLAN fehlt mir echt dolle. Und ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Und ich wünsche euch einen super schönen Tag und ja, bis zum nächsten Video.